Moin und herzlichen Gruß von der Elbe in Hamburg. Ich habe euch mal mein grobes Setup mitgebracht für die Deutschland-Expedition im August und September. Ich werde ja von der Zugspitze bis nach Sylt mich durchschlagen mit dem Stand-Up-Paddleboard und zu Fuß. Und hier in diesem Ding ist mein Stand-Up-Paddleboard drin. Stand-Up-Paddleboards kommen meist mit einem ganz einfachen Packsack, der nicht wasserdicht ist. Und das Problem ist dann, du packst das Board aus, baust es auf und kannst diesen Sack eigentlich überhaupt nicht dafür nutzen, um darin Sachen wasserdicht auf dem Wasser zu transportieren. Deshalb habe ich mir hier eine separate Tasche besorgt. Das ist eine Tasche von Ortlieb, so ein Duffel, der auch Schultergurte hat. Da kann ich zur Not das Ding auch mal schultern. Hat sogar Rollen hinten dran, aber die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche dann einfach eine große, wasserdichte Packtasche, wo ich das Board, wenn es zusammengelegt ist, reinpacken kann, damit ich es transportieren kann auf den Abschnitten, die ich zu Fuß unterwegs bin. Und damit ich dann diese Tasche auch noch nutzen kann, um eben meinen Kram auf dem Board dann über das Wasser wasserdicht zu transportieren. Zusätzlich habe ich hier noch einen wasserdichten Rucksack, den ich bequem auf dem Rücken tragen kann für meinen Kleinkram, den ich so dann regelmäßig brauche, wo ich öfter mal ran muss. Ich werde ja einiges dabei haben, 8 Wochen unterwegs sein und mich nicht versorgen lassen von unterwegs. Deshalb brauche ich einfach die Möglichkeit, viel zu transportieren. So, diese Packtasche habe ich jetzt geschnallt auf einen sogenannten Bootswagen. Der hat 2 Reifen, den brauche ich ohnehin, wenn ich mal wehre, wenn ich Schleusen umgehen muss mit dem Board. Da musst du ja irgendwo dieses Board draufpacken und eben dann ein Stück weiterziehen am Ufer, bis du dann wieder rein kannst. Und diesen Wagen werde ich nutzen, um das Board draufzupacken und mein ganzes anderes Gerödel. Und dann habe ich hier mein Paddel so konstruiert, so drauf befestigt, dass ich dieses Paddel als Deichsel benutzen kann und diesen Wagen eben dann ziehen kann. Das ist so mal das ganz rudimentäre Setup, wie das funktionieren soll. So, aufgepumpt das Ding. Dauert immer, 15 Minuten dauert es schon, Viertelstunde. Ist ein langes Board, 14 Fuß. Lang, liegt aber dann auch gut im Wasser und läuft ganz gut. Und jetzt nicht ein super schmales Board, ein super kippliges, weil natürlich auch Gepäck drauf kommt und hier und da mal eine Welle kommen kann, auch von der Seite. Gerade auf so Flüssen, wenn große Schiffe vorbeikommen. Und deshalb ist das hier meine Wahl, ein Touringboard. Das mal als erster kurzer Überblick. Solange das Crowdfunding noch läuft für den Film, den wir machen wollen über diese Deutschland-Expedition von der Zugspitze bis nach Sylt, solange findet ihr den Link auch noch hier unten in der Beschreibung und könnt da natürlich gerne draufklicken und diesen Film supporten, weil wir da einfach ein bisschen Hilfe brauchen. Es hilft uns aber auch schon, wenn ihr den Film einfach vorab bestellt. Das wäre fantastisch. Und natürlich hilft es auch, wenn ihr anderen von dieser Idee und diesem Film erzählt. Danke euch ganz herzlich und auf bald.